Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Warptorio. Hier gegen Ende der letzten Folge habe ich die Forschung für die Erweiterungskeller hier unten im Boilerraum gemacht. Und heute wollen wir auf die letzten paar Forschungen uns konzentrieren. Ich denke, ich forsche mal die weg und für den Rest, da sehen wir dann von Mal zu Mal. Und wir haben die Spinne für Warptorio geforscht und wie ihr sehen könnt, auch einiges hier oben aus dem Weg geräumt. Ich denke, was interessant sein könnte, ist hier die bessere Rüstung, denn dadurch können wir wahrscheinlich noch mehr in unsere Rüstung packen. Hauptsächlich Geschwindigkeit, denn ich denke, das, was ich hier an Laserverteidigung drin habe, das reicht aus. Aber wenn ich etwas schneller unterwegs sein könnte, dann bin ich eigentlich nicht mehr wirklich auf das Auto angewiesen. Und wir können besser hier in der Umgebung rumrennen und allfällige Basen zerstören, die sich hier oben ansiedeln. Und natürlich jedes Mal, wenn wir hier wieder unseren Akku voll haben, einmal stabilisieren. Das treibt die Verschmutzungsreduzierung jedes Mal ein bisschen in die Höhe. Es scheint auch so, als ob es jedes Mal mehr Energie braucht. Aber wir sind schon fast bei 10%. Schön wäre natürlich, da auf 100% zu kommen. Denn dann könnten wir quasi die ganze Verschmutzung auf zurückstellen. Hier unten habe ich auch eine Fabrik hingestellt, die mir etwas Landausschüttung produziert. Einfach für den Fall, dass wir dann doch mal hier etwas brauchen, für was auch immer. Aber nun geht es wirklich mal darum, hier auch die ganze Forschung durchzuforschen. Alles, was nicht unendlich Forschung ist, wollen wir in dieser Folge wegbringen. Und dann sehen wir, wo wir hingehen. Wie wir hier an der Kunststoffproduktion sehen können, haben wir wahrscheinlich zu wenig Öl. Ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Ölfeld nicht mehr das hergibt, was es einst war. Und wir haben auch kein günstiges Gelegen, das wir anschließen können. Aber ich denke, hier... okay, Forschung ist fertig. Dann machen wir doch einfach weiter mit der nächsten. Wenn wir hier runtergehen, wir haben immer noch genügend Kunststoff. Wir bekommen ja auch Kunststoff aus dem Keller. Dann schauen wir doch mal. Okay. Die Rüstung baut sich aus 5 von jeweilig den weniger guten Rüstungen zusammen. Dann nehmen wir doch das, was wir hier haben.
was nicht viel ist, offenbar. Und dann, wir haben modulare Rüstung, haben wir eine. Das heißt, wir brauchen da etwas mehr. Und wahrscheinlich liegt es am Stahl. Dann brauchen wir auch 5 von denen. Fünf von jenen. Okay, das könnte etwas dauern. Und für die hier einiges, was wir wahrscheinlich nicht so schnell bekommen. Und hier haben wir sowieso zu wenig. Hier mal was zurück. Den Stahlträgern liegt es. Elektromotoren, habe ich noch welche? Ich sehe sie nicht, seht ihr sie? Und dann brauchen wir hier, dafür brauchen wir auch Elektromotoren. Okay. Und da müssen wir wahrscheinlich warten, bis wir hier vollgelaufen sind, bevor wir da wirklich was reinpacken können. Okay, 5 hiervon. Dann 5 hiervon. Wie viel brauchen wir? 40 Motoren für eine Rüstung. Und 25 Module. Okay. Das wird etwas dauern. Aber zumindest bei der nächsten Forschung sind wir ja auch schon ein Stück weiter. Und dann sehen wir, wie weit wir kommen, wenn wir die neue Rüstung haben. Nun, mit allen Rüstungen eingesammelt, können wir diese hier bauen. Und dann gehen wir doch mal hier rüber. Nehmen hier alles raus. Und sobald wir die neue haben, können wir die neue ersetzen. Yep. Die ist wesentlich größer.
Und die Forschung für den letzten Beacon ist auch durch. Dann machen wir doch die hier, dass wir etwas mehr Wasser im Keller bekommen. Hier in der Mitte sollten wir nun ein Modul mehr platzieren können. Genau. Dann machen wir das doch mal so. Wenn wir das so platzieren. Ich denke, da brauchen wir vielleicht zwei Fusionsreaktoren. Die brauchen dann insgesamt 100 Leichtbauteile und 400 blaue Schallkreise. Und wenn wir da noch was von den Exoskeletten brauchen oder wollen, dann brauchen wir mehr Elektromotoreneinheiten. Hierhin. Da können wir noch ein Solarpanel reinpacken. Vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zusätzliche Laserverteidigung. Einfach weil sich das dann so schön aufgeht. Auch die brauchen Leichtbauteile. Und dann werden wir sehen, wie schnell wir sind, wenn wir das alles haben. Nun mit der Rüstung voll ausgerüstet, ein paar tragbare Fusionsreaktoren, einige Exoskelette, und ganz viel Laserverteidigung sollte es nicht wirklich ein Problem sein, hier durch die Aliens durchzulaufen. Und auch die Mediennässer, die wir hier haben, einfach so auszuradieren, ohne dass wir dabei wirklich in Probleme reinlaufen. Und das ist wörtlich gemeint. Sogar wenn wir über die Kotze der Würmer oder der Spucker laufen, hindert uns das nicht allzu sehr. Das Einzige, was uns da entgegensteht, sind Steine und Klippen. Und selbst ein größeres Nest wie dieses hier stellt nicht wirklich ein Hindernis dar. Und hier sind wir bereits am äußeren Ende, was wir mit dem Auto ausgekundschaftet haben. Ebenfalls am äußeren Ende von unserer Verschmutzung. Also ihr seht, wir bewegen uns hier ziemlich schnell vorwärts.
Leider kann man die Geschwindigkeit, die man selber hat, hier nicht wirklich gut sehen, im Gegensatz zu Geschwindigkeiten in einem Fahrzeug, wo einem das Spiel das sehr schön anzeigt. Aber nun können wir 1-2 durch unsere Welt laufen und sicherstellen, dass auf dem Gebiet, wo wir uns befinden, dass da nicht wirklich was unnötig Schlimmes abgeht. Und wenn wir das machen, forschen wir natürlich immer noch weiter. Ah ja, manchmal steht auch ein Gang. Aber das sieht doch schon sehr vielversprechend aus. Die Grünen, die sind noch nicht so schnell tot zu kriegen, selbst mit dieser Laserverteidigung. Aber ich denke, das ist auch nicht unbedingt die Priorität. Denn ich denke, wir versuchen nicht wirklich die Evolution so weit kommen zu lassen, dass die Grünen überhand nehmen. Und falls das so ist, dann sollten wir vielleicht weiterziehen. Die Erweiterung hier unten ist gleich fertig und wir werden in ein paar Sekunden sehen, und da ist sie, was sie bewirkt. Und nun müssen wir entscheiden, was machen wir als nächstes. Und ich denke, Atombombe, das könnten wir noch machen. Nicht, dass wir sie wirklich brauchen. Und mit dieser Forschung haben wir hier mehr Raum bekommen, so dass wir wahrscheinlich hier, da können wir 2 oder 3 Pumpen nebeneinander hinstellen. Natürlich, da wir hier in der Vergangenheit Pumpen platziert haben, während der Boden größer wurde und diese Pumpen immer noch Wasser liefern, sofern wir sie nicht abbauen, haben wir einen zusätzlichen Benefit, so dass wir diese neuen großen Wasserlöcher hier im Keller gar nicht brauchen. Aber man weiß ja nie, für was sie in Zukunft gut sein könnten. Und ich denke, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr Treibstoff hier in den Keller bringen. Denn inzwischen mit all den Modulen verbrauchen wir doch einiges an Energie. Natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass die verbrannten Elemente dann auch recycelt werden. Und hier oben in der Mitte nun schon ziemlich rot. Und hier unten und oben geht es sogar über den Rand raus, was wir erforscht haben. Aber mit der hohen Gehgeschwindigkeit war es ein leichtes, hier den ganzen äußeren Bereich mal abzulaufen und so einige der Nester auszuradieren.
Bevor diese Folge zu Ende ist, wollen wir nun wirklich noch all die Forschungen, die nicht unendlich sind, also Atombombe, hier den erweiterten Roboport, die Module, den Gürtel, den für mehr Inventarplätze und das alles durchforschen und natürlich auch diese beiden hier. Beide Atombombenforschungen sind durch und ich habe auch den Werkzeuggürtel hier fertig geforscht. Nun denke ich, machen wir diese letzten drei noch durch und hoffen, dass wir das hier auf diesem Planeten noch überleben. Denn wie ihr sehen könnt, da kommen die Aliens von allen Seiten. Und wie es scheint, haben wir etwas zu wenig Reparaturwerkzeug hier oben. Und wenn wir die Karte anschauen, der Verschmutzungsradius ist ziemlich groß. Und hier draußen, da haben wir natürlich Alien-Nester. Ich gehe immer wieder mal rum, um etwas aufzuräumen, aber ich erwische nie alle. Ich denke, auf einem künftigen Planeten werden wir, wo wir uns niederlassen können, macht es dann auch Sinn, dass wir sowas wie Verteidigungsmauern errichten. Plus dann werden wir auch ordentlich was an Energie verbrauchen für all die Lasertürme. Aber wenn wir bleiben, können wir ja sicher ein Uranerzfeld anzapfen. Wir können einen Nuklearreaktor hinstellen, der nicht in unserem Keller ist. Und so den Planeten mit Energie versorgen, auch wenn wir gerade auf einem anderen Planeten Ressourcen holen. Gut, dann machen wir die Forschungen durch und dann sehen wir, wie es weitergeht. Mit der Forschung für die Besiedelung von einem Planeten gleich fertig, denke ich, ja, da ist sie, schließen wir diese Episode ab, denn die letzte Forschung, die nicht zu den Unendlich-Forschungen gehört, die braucht 10.000 Flächen. Sie ist zwar relativ schnell, aber das wird trotzdem ein Weilchen dauern. Und der Loader, das ist nicht unbedingt etwas, was wir brauchen. Das heißt, ich packe hier zusammen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf dem nächsten Planeten. Also, bis dann und tschüss!